Heute geht's auf den allerersten Community Ride, eine Zuschauertour auf meinem YouTube-Kanal und das im Rahmen eines Events. Mal ein ganz anderes Video, ein kleiner Vlog. Viel Spaß damit. Auf geht's! Angekommen an der Oakley Bike Garage. Ihr seht es hier im Hintergrund, wir sind hier an den Goldberg Studios und hier findet eine ganze Woche lang ein Oakley Event statt. Nennt sich Bike Garage, also verschiedenste Bike-Arten sind hier. Man kann alle Brillen von Oakley testen, man kann die Helme von Oakley testen. Wunderbar. Viel besser als jeder andere Helm. Man kann an seinem Bike schrauben, man kann das Bike waschen, man kann Kaffee genießen und man kann eben mit mir eine Ausfahrt machen. Auch mit anderen, wie zum Beispiel Jasper Jauch, Corbinian Engstler, die sind eben auch hier während des Events in den nächsten Tagen. Und wie das Ganze jetzt für uns heute läuft, das seht ihr jetzt. Freue ich mich drauf, also erstmal rein in die Garage, schauen wir uns das Ganze mal an. Also hier mal reinschauen beim Julia, ne? Hier mal reinschauen. Er gibt morgen früh den Ride out. Also da wird mit 8000 Watt getreten. Bei uns machen wir heute gemütlich, weil es auch abends ist auch heißer, weißt du? Morgens früh, da hat er die Temperatur. Bin hier mit Pete. Hi. Grüß dich. Schön, dass du da bist. Frage, was ist hier geplant für die Tage? Also wir sind heute zum ersten Tag hier in der Oakley Bike Garage in München. Was machen wir hier? Warum sind wir hier? Die Idee war, wir möchten einen schönen Space für eigentlich alle Fahrradleute in und aus München mal aufmachen, alle Disziplinen zusammenbringen, egal ob du Gravel fährst, ob du Mountainbike fährst, ob du Road fährst. Einfach ein Platz, wo man sich treffen kann, austauschen kann, von wo aus wir verschiedene Programmpunkte machen. Du selbst hast ja heute gleich dein Programm. Wir bauen jetzt auf. Wir finden den Beamer, die ersten Trudel noch ein, die beim Community Ride dabei sind. Ich bin sehr gespannt. Und der Mirko organisiert hier gerade alles. Der ist sowieso jemand, der eigentlich immer alles organisiert. Und der weiß selbst gerade nicht so ganz genau, wohin. Guck mal, was ich dir organisiert habe. Er ist wirklich wie eine Mutter zu nehmen. Ich bin bereit, ich freue mich drauf. Der Andi ist auch mit am Start. Kennt ihr vielleicht noch aus den Videos? Damals Praktikant bei Maha, heute Werkstudent und selbst YouTuber. Und dann ging es auch schon rein in meinen Workshop und zwar stand Routenplanung auf dem Programm mit Komoot. Worauf solltest du achten bei einer Eintagestour bis hin zu Mehrtages-Bikepacking-Abenteuern? Da habe ich einige Tipps und Tricks aus meinen Erfahrungen rausgehauen. Es gab einige Fragen aus der Runde. Allgemein ein tolles Publikum und ich bin sehr dankbar, dass ich euch ein bisschen was an Tipps übergeben konnte. Ja, also mir hat es gefallen, es war viel Reden. Das war auch gut, glaube ich, hat gepasst. Da ist jetzt die Frage, können wir den Mirko mal fragen, aus hinter der Kamera, ob das jetzt gut war. Er läuft weg. Der verschwindet schon. Connectet euch auch untereinander ein bisschen. Und habt Spaß. Dann starten wir durch. Auf geht's, danke. Und wie ist die Tour? Super. Bis jetzt? Einwandfrei. Viel los. Wie bist du auf den Gravel Rideout gekommen? Ich kenne den Marius. Ich habe mal für Maha Studio gearbeitet. Ach echt? Ja, sehr cool. Da haben wir was gemeinsam. Ja, aber ist ein Spiel jetzt für ein Projekt und da kenne ich ihn und habe ich ein bisschen reingesneakt.
Und wie ist die Tour? Super! Ja, bin ich mal gespannt. Einmal kurz hören in der Gruppe, wie es so läuft. Boah, das haben wir ein Licht erwischt, oder? Stark. Kein Gewitter. Das ist perfekt. Ich glaube, jetzt hier gerade im Wald mit dem Schatten, das läuft vielleicht gut. Wie geht's euch? Ich wollte mal kurz fragen, wie ist das Tempo und so? Gebt gerne mal auch laut, wenn es irgendwie zu viel ist. Vergibt. Ja. Genießt es, ey. Einfach mal ein bisschen rauskommen wieder. Boah. Ja, komm. Die ein oder anderen kennen das hier vielleicht. Der Perlacher Muggel ist ein kleiner Hügel, ist jetzt nicht so steil da hoch wie das Stück, was ihr gerade eben gesehen habt. Aber wenn wir oben sind und ein bisschen Glück haben, können wir die Alpenkette sehen. Da oben ist jetzt nicht so viel Platz, da ist so ein kleiner Unterstand und irgendwie ein paar Bänke und so. Das heißt, wenn wir jetzt hier hochfahren, einfach ein bisschen Abstand. Und dann kann sich jeder oben ein bisschen positionieren. Hoffen wir, dass wir einen guten Blick haben und das ein bisschen genießen, kurz was trinken und dann geht's für uns weiter hier durch den Perlacher Forst. Da sind noch zwei, drei Trails mit auf dem Weg. Gonna be good. Sauber, Philipp. Gut gemacht. Das sind die Höhenmeter. Wir haben jetzt das Gipfelkreuz erreicht. Der höchste Punkt der Tour. Alle haben sich hart abgestrampelt hier. Schau mal, wie er atmet, hey. Wow. Ja. Alles fertig. So muss das sein. Wie ist die Stimmung? Mega. Wie gefällt euch die Tour? Mega. Ja, ist geil. Braucht man nur noch ein bisschen Picknick. Sportlich. Haben wir leider nicht dabei. Dann wieder in der Bike Garage. Das ist schnell und wie findet ihr Marius? Macht er gut? Achso, so war das jetzt gar nicht gemeint, aber der ist vergeben. Ach ja. Ich dachte, das wärst du. Fangirl zu Oh, ja, hallo. Jetzt aber. Die Kamera aus. Ja, ja. Du als einziger mit Straßenreifen. Ja. Wie ist das so? Oh, ist es schwierig. Ja. Wenn ihr so eine Aufnahme seht, alles statisch, dann bin ich derjenige, der mit meinem Fahrrad da wieder hinterher strampeln muss. Zwischenfazit zur Tour bis jetzt? Bisher gefällt es uns super. Ein Träumchen. Meister, check. Geht's dir gut? War geil, mir hat's gefallen. Sehr gut, ich check mal eben alle Leute ab, wie das so gefallen hat. Eine Runde, vielen Dank. Wir haben alle dabei. Sehr gut. Check, gerne, ich hab's getaugt. Mega, das war richtig cool. Danke dir. War cool. Mega, sehr gut. Kappe ist wieder auf, der Helm ist weg. Es ist das Ende des Abends. Hat Spaß gemacht, der erste Rideout. Und ich freue mich auf die nächsten. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Ein bisschen im Vlog-Stil.
Schaut gerne weiter auf dem Kanal rum. Es gibt noch ein paar andere Videos, die sind zum Beispiel hier verlinkt. Abonniert gerne den Kanal. Und vielleicht nächstes Jahr auf solch einem Event oder vielleicht auf dem einen oder anderen Community Ride in München. Würde ich mich freuen, wenn wir uns da sehen. Tschüss zusammen. Schönen Tag.